willkommen zur zweiten Quo-Vadis-Veranstaltung in Bad Godesberg. Unser Thema ist heute die Situation der AfD Nordrhein-Westfalen nach dem Essener Parteitag und nach der Gründung der ALFA. Dazu stehen Ihnen hier, ich fange mal von links an nach rechts, folgende Ansprechpartner zur Verfügung: Dr. Lutz Teichert, Sprecher des Kreisverbandes Rhein-Sieg. Dr. Gerhard Rücker, Sprecher des Stadtverbandes Bonn. Michael Espenbiller, stellvertretender Bezirkssprecher und heute Abend Ihr Ansprechpartner für das ganze Thema Kampagnen. Ingo Schumacher, Sprecher des Bezirksverbands Köln. Moderation übernehmen wird, wie gewohnt sehr energisch und demokratisch und im Sinne aller. Andreas Keit vom Landesvorstand Nordrhein-Westfalen, Leiter der Geschäftsstelle. Andreas Keit ist heute Ihr Ansprechpartner zum Thema Mitgliederentwicklung, also Aus- und Eintritte, und hat dazu auch schon etwas vorbereitet. Markus Prezell, unser Sprecher. Der Sie darüber informieren kann, wie die Diskussionen zwischen Nordrhein-Westfalen und der Bundespartei laufen. Mario Nieroch, im Landesvorstand zuständig für Programmatik und außerdem Mitglied der Bundesprogrammkommission. Mario Nieroch kann Ihnen also etwas sagen zur Programmentwicklung und zum Status der Landesfachausschüsse und der fachpolitischen Sprecher. Mich selber können Sie nachher ansprechen zu Fragen der Öffentlichkeits- und Pressearbeit und wie wir auf dieser Ebene die Situation der AfD und das Thema ALFA kommunizieren werden. So, wir haben die gleichen demokratischen Spielregeln wie bei den ersten Quo-Vadis-Gesprächen. Es gibt für jeden 2 Minuten Redezeit. Michael Espenbiller und Ingo Schumacher werden genau darauf achten, mit einer Uhr, und zur Not haben wir eine Glocke da. Das Ende ist offiziell um 21 Uhr, im Interesse aller Berufstätigen und derjenigen, die Kinder haben und auch fahren müssen. Und wir denken auch, nach dieser Zeit, noch über 2 Stunden, dürfte auch alles Wesentliche gesagt sein. Zur Einführung möchte ich Ihnen einige Sätze aus der Mail von unserem Sprecher Markus Prezell vom 23.07. zitieren. Die AfD Nordrhein-Westfalen ist weiterhin gut aufgestellt und in sämtlichen Bezirksverbänden und den meisten Kreisen arbeitsfähig und engagiert. Das ist eines der wichtigsten Ergebnisse einer Landesvorstandssitzung vom Sonntag, dem 19. Juli, wo wir mit Hilfe von Andreas Kreitz Unterlagen die gesamte Situation durchgegangen sind. Belastbare Zahlen zu den Aus- und Eintritten liegen uns noch nicht vor. Allerdings können wir mit Freude sagen, dass wir für Nordrhein-Westfalen jetzt schon über 200 Eintritte verzeichnen können, also Anträge auf Neumitgliedschaft, sodass wir einen Teil der Abflüsse, die wir auch zweifellos haben, damit zügig kompensieren können. Wir sollten hier und heute Abend fair und ergebnisoffen die Veränderungen in und um die AfD, nicht nur Nordrhein-Westfalen, diskutieren und insbesondere auch mit den Mitgliedern, die den Austritt von Bernd Brücke als Zeichen einer Trendwende in der Gesamtpartei oder in Nordrhein-Westfalen sehen und die einen Rechtsruck befürchten. Wir arbeiten ja bundesweit und in Nordrhein-Westfalen nach wie vor auf Basis der programmatischen Beschlüsse von 2013. Daran hat sich nichts geändert und auch nicht daran, dass wir in Nordrhein-Westfalen auf Basis des mit Ihnen gemeinsam erarbeiteten Kamener Programms arbeiten, auf das wir im Übrigen sehr stolz sein können. Es ist ein Beispiel für die gesamte Parteienlandschaft, wie von der Basis zur Spitze ein Programm entwickelt, diskutiert und verabschiedet wird. Praktisch heißt das auch, die Programmarbeit ist noch lange nicht abgeschlossen.
AfD innerhalb klarer rechter und linker Leitplanke nach wie vor ein sehr breites Spektrum zur Meinungsbildung und Positionsentwicklung bietet. Und dass wir auch, und dafür soll auch dies ein Zeichen sein, auf der Ebene der innerparteilichen Demokratie und Diskussionskultur ein Zeichen setzen. Noch eine Fußnote zum Parteitag Essen. Mittlerweile liegen auf YouTube Videos von allen wichtigen Reden vor, von Herrn Lucke, von Frau Petri und von Herrn Fritzell. Also jeder, der nicht dabei war, kann sich selbst ein Bild davon machen, was tatsächlich gesagt wurde und wie das Auditorium reagiert hat. In diesem Sinne, Mut zur Wahrheit. Ja, meine Damen und Herren, auch von mir einen schönen guten Abend. Ich darf mich bei Frau Zillesen ganz herzlich für die begrüßenden Worte bedanken. Sie hat zwar etwas mehr als die 2 Minuten ausgeschöpft, die wir sonst allen zugestehen. Dafür werden wir uns hier vorne gezielt zurückhalten in diesem Bereich. Der Punkt, weswegen wir uns heute getroffen haben, ist letztlich natürlich der Parteitag in Essen. Ich möchte dazu nur einen ganz kurzen Punkt ergänzend sagen. Für mich war Essen ein beispielhafter Parteitag für unsere Partei aus dem einfachen Grunde, weil die Mitglieder festgestellt haben und sich so verhalten haben, dass sie gesagt haben, wir wollen bestimmte Sachen haben und wir wollen bestimmte Sachen nicht haben. Das heißt, bei uns findet Meinungsbildung nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben statt. Und das ist das, was die AfD von allen anderen Parteien unterscheidet und da sollten wir auch nach wie vor beim bleiben. Zum Prozedere hat die Frau Zillesen alles gesagt. Wenn Sie einverstanden sind, bleiben wir bei den 2 Minuten Redezeit. Das gilt sowohl für die Fragen, aber auch für die Antworten, ganz klar. Wir werden auch da die Antworten dementsprechend einbremsen, wenn das erforderlich sein sollte. Eine andere Frage noch. Wir haben jemand, der einen YouTube-Channel betreibt hier, die in unserem Sinne bisher auch gearbeitet und gefilmt haben. Nur müssen wir formal ihre Erlaubnis einholen, damit wir Bilder von Ihnen machen dürfen. Gibt es da Gegenstimmen? Möchte irgendjemand nicht gefilmt werden heute Abend? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich mich dafür bedanken und darf Sie dann gerne den Damen und Herren hinten überlassen. Okay, dann bitte um die erste Frage. Wer möchte als erster eine Frage stellen oder möchte Stellung nehmen? Wir können sowohl untereinander innerhalb des Publikums uns unterhalten, wir können aber auch Fragen an irgendjemand hier am Podium stellen. Herr Dreich als Erster. Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich bin sehr froh, dass heute die Veranstaltung stattfindet, weil der Vorstand Rhein-Sieg maßgeblich dafür gearbeitet hat, diese Veranstaltung jetzt stattfinden zu lassen. Das hat aus der Sicht des Rhein-Sieg-Kreises ganz einfache Gründe. Wir haben eine Mitgliederentwicklung von 225 circa, im Januar dieses Jahres inzwischen auf 165 runter. Und das ist für den Rhein-Sieg-Kreis eine wirklich sehr dramatische Entwicklung, die leider Gottes weitergeht im Moment. Wir haben zwar im Rhein-Sieg-Kreis versucht, diese Entwicklung mit Bordmitteln zu stopfen, aber wie jeder weiß, wenn sich jemand entschieden hat, auszutreten, dann kann man nicht mehr viel machen. Und wir haben gedacht, man muss hier eine Möglichkeit geben, dass die Leute sich austauschen. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass die Konflikte von Essen leider auf den Rhein-Sieg-Kreis inzwischen übergreifen. Und das möchte ich auch durch diese Veranstaltung als Anreiz bieten, miteinander anders umzugehen, konstruktiv. Wir haben außerdem, en passant möchte ich sagen, eine Situation im Rhein-Sieg-Kreis durch ein Asylantenheim, wo der Vorstand ein Konzept schon im letzten Jahr erarbeitet hat, auf das jetzt zurückgreift. Aber wir meinen, dass dieses Konzept unbedingt abgestimmt werden muss mit dem Landesvorstand, weil dies ein sehr sensibles Konzept ist und miteinander nur feinsäuberlich umgesetzt wird. Gerade jetzt in Situation die Presse ein Problem bekommt und wir vor Alleingängen vor Ort warnen. Danke. Bitte, wo ist die nächste Wortmeldung? Rechts.
Ja, das mit den großen Vorsitzenden, das gehört in der AfD hoffentlich der Vergangenheit an. Insofern nehme ich das auch für mich nicht in Anspruch. Aber wohin will die AfD NRW? Ich würde sagen, wir wollen dahin, wo wir bislang schon immer hin wollten. Und wenn Sie sich die Kamener Beschlüsse, die inhaltlichen Beschlüsse angucken, das Landesparteiprogramm, was wir beschlossen haben, dann stellen Sie fest, dass fast alle Beschlüsse mit Mehrheiten von 80% plus X gefasst worden sind. Und Andreas Keil wird gleich noch ein bisschen was zur Mitgliederentwicklung sagen. Ich kann vorweggreifen, also wir haben bisher keine 10% landesweit verloren, deutlich unter 10%. Das heißt also, der Rhein-Sieg-Kreis und Bonn sind hier die beiden am schwersten betroffenen Kreise im Landesverband, was aber möglicherweise auch damit zusammenhängt, dass hier besonders engagierte Weckrufmitglieder tätig waren. Und ich sage mal, gerade hier in der Gegend sehr engagiert auch in Rundmails Informationen oder auch Desinformationen vorbereitet worden sind, die wir vielleicht heute in Teilen auch aufklären wollen, über das gesamte vergangene halbe Jahr. Insofern, es hat sich nicht viel verändert, weil sich auch die Mehrheitsverhältnisse in der Landespartei bei Austritten von unterhalb von 10% nicht verändern werden, jedenfalls nicht wesentlich. Und deshalb glaube ich nicht, 20. Ich bin eigentlich auch schon fertig. Also ich sehe hier keine Kursänderung. Ich will sie nicht. Ich kenne niemanden im aktuellen Landesvorstand. Und wir werden Ende August einen neuen Landesvorstand wählen. Und ich denke, dann geht das hoffentlich etwas konstruktiver weiter als in der Vergangenheit, aber inhaltlich nicht anders. Hier war noch Halt vom Kreisverband Mettmann. Noch eine Frage an Herrn Petzel. Herr Petzel, ich nehme an, Sie stehen mit den Kollegen aus den anderen Bundesländern auch in relativ engem Kontakt, gerade in der jetzigen Situation. Mich würde sehr stark interessieren, wie ist das Stimmungsbild in den anderen Bundesländern? Stellt sich das ähnlich dar wie hier in NRW oder bricht uns da bei den einen oder anderen Ländern irgendwas weg? Naja, NRW ist von den westlichen Bundesländern, also die Ostländer haben sowieso eine Sondersituation, die haben Parteiaustrittszahlen, also 2%, sowas in der Größenordnung. Die haben mehr Eintritte als Austritte. In den westlichen Bundesländern ist NRW insofern eine Sondersituation, weil wir sozusagen die Eskalation im Landesvorstand vorweggenommen hatten. Also das, was jetzt in den ganzen anderen Landesvorständen passiert ist, hatten wir hier in Nordrhein-Westfalen eben ein paar Monate vorher. Und insofern haben wir in Bayern, in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, in Schleswig-Holstein bei den Vorständen schon sehr komplizierte Situationen gehabt. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg haben sich jetzt neu aufgestellt. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Sie wissen ja, der gesamte ökonomische Sachverstand hat die AfD verlassen. Deswegen ist der Volkswirtschaftsprofessor Reuten Landesvorsitzender zusammen mit dem Volkswirtschaftsprofessor Meyer und mit dem Volkswirtschaftsdoktor Grimmer. Das sind also die drei Vorsitzenden in Baden-Württemberg. In Rheinland-Pfalz ist jetzt der ehemalige stellvertretende Landesvorsitzende zum Vorsitzenden geworden. Also auch da gibt es, ich sag mal, zum guten Drittel eine Kontinuität in dem Landesvorstand, was ja für die AfD generell gar kein schlechter Wert ist. Insofern, ja, wir haben einige Abgänge besonders bei Funktionierung sozusagen gehabt. Da sind die Abgänge schwerpunktmäßig zu verzeichnen. Aber ob das immer nur Karrieristen waren, da bin ich etwas vorsichtig. Also das kann man sicherlich nicht durch die Bank sagen, für ein paar mag das zutreffen, für alle mit Sicherheit nicht. Lassen Sie es mich jetzt mal hier anfangen, wir heute Plenum oder die Jahre? Das ist eine Frage der Sichtweise. Also ob Sie Frau Trevesius zu den Häuptlingen oder zu den Indianern zählen, das muss jeder für sich selbst bewerten. Mario Niehoff war in Baden-Württemberg dabei, noch vielleicht ein, zwei Impressionen. Ja.
Genau, ich bin Sonntag mal eben fix da runtergefahren, 500 Kilometer. Meine Frau hat was anderes zu tun. Und nein, es war mir einfach wichtig, seitdem mir der Kollege nicht mehr im Landesvorstand ist und das Thema Programmatik jetzt bei mir angesiedelt ist und auf der Tagesordnung in Baden-Württemberg eben auch schon mal Beschlussfassung über das Landtagswahlprogramm stand, habe ich dann im Vorfeld mit dem Marc Long telefoniert und bin dann runtergefahren, um das einfach mal zu beobachten. Wie machen die das? Was können wir von denen lernen? Können wir irgendetwas runterspiegeln? Und berichten kann ich von einem super harmonischen Parteitag, der ohne Zank und Streit abgelaufen ist, wo selbst die Stuttgarter Nachrichten einräumen mussten, dass sie solche Parteitage aus Baden-Württemberg überhaupt nicht kennen. Da hängt, da ist eine Aufbruchstimmung, eine Gemeinschaftlichkeit. Das ist also wie 2013, also alle quasi an einem Schwamm, obwohl inhaltlich teilweise hart gekämpft wurde. Gerade jetzt zum Beispiel ist auf Facebook jetzt seit Sonntag ja auch kräftig rumgegangen, dieser Programmbeschluss zum Thema Agenda, was dort gefasst wurde. Da gibt es auch mehr im Vorfeld. Und dann hat man aber etwas gemacht, was es im letzten Jahr in der Partei überhaupt nicht mehr gab. Es haben sich Leute mit unterschiedlichen Meinungen zu diesem Thema mal eben zurückgezogen, haben die Köpfe zusammengesteckt, es hat kurz ein bisschen gequalmt, die sind mit einem Konsensentwurf rausgekommen und das Ding ist mit 100% durch. Und das ist das, was AfD eigentlich ausmacht. Und also in Baden-Württemberg, das kann ich auf jeden Fall schon mal so wiedergeben, die sind auch auf einem super Weg und die haben richtig Lust, wieder was zu tun. Okay, Mann, vielen Dank. Und die nächste Wortmeldung, bitte. Ja, mein Name ist Thomas Maxwell vom aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Mich hätte interessiert, Herr Pretzell, haben wir schon eine Übersicht über den Stand der Kreisverbände? Weil durch die Austritte, die auch der Parteikollege aus Mettmann ansprach, einige Kreise zum einen handlungsunfähig, also ich denke an Dortmund beispielsweise, da ist glaube ich noch einer von acht im Amt. Und mich würde mal interessieren, wie der aktuelle Status ist und ob die Kollegen es noch hinbekommen, von dem Landesparteitag entsprechend sich funktional aufzustellen. Also wir haben in Nordrhein-Westfalen insgesamt 7 Kreisverbände, die nicht mehr über die notwendigen 3 Vorstandsmitglieder verfügen. Dazu zählt unter anderem Dortmund, da ist richtig, da gibt es nur noch ein Mitglied im Kreisvorstand. Aber das sind eben 7 von 54 Kreisverbänden. Und da wird jetzt in einigen, ich denke mal in den meisten Kreisverbänden, wird noch vor dem Landesparteitag auch ein Kreisparteitag stattfinden, sodass die Verbände dann auch wieder mit dem Vorstand arbeitsfähig sind. Ich denke mal, vielleicht mit einer Ausnahme, Olpe könnte schwer werden, war ein sehr kleiner Kreis, 35 Mitglieder, glaube ich, etwa, da war Familie Ruhe. Und ob wir da jetzt einen arbeitsfähigen Vorstand hinkriegen, weiß ich nicht. Das kann sein, dass das ein Kreisverband sein wird, um den sich der Bezirk dann noch etwas länger wird kümmern muss. Peter Wolf, Kreisverband Dortmund und eben auch Bezirksvorstand. In Dortmund die Situation ist schlicht und einfach so, die 7 sind weg. Am 23.08. steht der Parteitag an. Wir werden pünktlich zum Landesparteitag Delegierte haben. Wir werden einen funktionsfähigen Vorstand haben, davon gehe ich fest aus. In den anderen Kreisen ist es auch soweit schon abgeklärt. Wir haben einen Kreis, der zwar mit ohne Vorstand ist, aber es sind genug Delegierte für den Landesparteitag da. Das ist abgeklärt. Deshalb wird der Kreisparteitag kurz danach stattfinden, wie es keinen Termin nicht passt. Olpe müssen wir halt schauen. Und gut, dann haben sind wir auch dann, das ist auch ein relativ kleiner Kreis, aber das kriegen wir hin. Ich gebe mal vielleicht eine kurze Übersicht über die Kreise. Ja. Also der Kreisvorstand Olpe ist, wie Marco schon richtig sagte, stark dominiert worden von verschiedenen Personen, wie der Familie Ruhe oder dem Herrn Berg und deren Bekannten, die sind komplett ausgetreten, ist zurückgetreten. Es ist der Kreis Kunstfeld, da ist auch eine Person im Kreisvorstand dabei, ist also auch nicht handlungsfähig. Solingen ist mit dem Herrn Brühl und mit dem Herrn bei Stadträten auf jeden Fall, ich komme sicher auf den zweiten Namen, schon im Vorfeld von Essen ausgetreten. Da ging es um innerparteiliche Streitigkeiten, das hat weniger mit dem Parteitag zu tun. Es haben sich dort auch schon etliche Mitglieder gemeldet. Die Frau
Bezirksverband ist dran und wird die dann entsprechend koordinieren, so ähnlich wie das der Peter Bonhoff jetzt eben auch geschildert hat, in Arnsberg, im Regierungsbezirk Arnsberg. Wir sprechen und koordinieren uns ganz genau mit den Bezirksvorständen. Wir telefonieren täglich, ähnlich auch mit der Bundesgeschäftsstelle. Des Weiteren, der Kreisverband Hamm, hast du schon gesagt, da ist aber auch der Vorstand nicht wegen den Streitigkeiten in Essen oder den Resultaten zurückgetreten, sondern es war auch eine innerparteiliche Angelegenheit. Da ging es um persönliche Befindlichkeiten der einzelnen Herren und Damen, wie wir sie doch in der AfD schon öfters mal gehabt haben. Und ich bin da auch relativ zuversichtlich, dass wir dann in absehbarer Zeit auch hier im Kreisverband, es gibt genügend Leute, die gerne mitarbeiten möchten. Man muss jetzt einfach schauen, wie man das am besten aufstellt. Dortmund ist schon geschildert worden. Mülheim gibt es noch zwei Personen, auch kommissarischer Sprecher. Auch dort sind wir an der Terminfindung in Zusammenarbeit mit dem BV schon dran. Das heißt, wir werden dort innerhalb der nächsten 2 bis 3 Wochen. Wir müssen natürlich auch ein bisschen die Ferien berücksichtigen. Wir können nicht innerhalb der Ferien einen Parteitag machen. Und deswegen wird sich das alles auf die erste bzw. die zweite Woche im August knubbeln. Da wird also Bochum wählen, da wird Mülheim wählen, da wird Leverkusen und so weiter und so fort. Remscheid war und ist unser Sorgenkind in Nordrhein-Westfalen. Das war von Anbeginn an mit 21 Mitgliedern der kleinste Verband. Hat jetzt noch ca. 15 oder 16. Und, aber auch da gibt es den alten Sprecher, der im Vorfeld zurückgetreten ist wegen innerparteilichen Streitigkeiten mit dem bis vor kurzem amtierenden Vorstand. Und auch der hat sich schon bereit erklärt, gegebenenfalls wieder einzuspringen und dort Aufbauarbeit zu leisten. Dann haben wir den Kreisverband Paderborn. Dort sind auch nur noch 1 bzw. 2 Mitglieder. Und wir haben den Kreisverband Mönchengladbach. Das ist auch ein sehr, sehr kleiner Kreisverband mit knapp 28 Personen, dort sind auch ca. 8 Personen ausgetreten und da haben wir noch gar kein Feedback. Also sehr wahrscheinlich werden 2 Kreise und ein bisschen Parteitag keine Kreisbeteiligung aufgezogen. Die BV ist ganz kurz vielleicht noch, ich bin ein bisschen länger, ich weiß, aber vielleicht können wir einige Fragen und Sachen schon vorwegnehmen. Die BVs, muss man sagen, sind alle intakt. Es gab Austritte aus den Gliederungen, aus den BVs, aber wenige sind alle arbeitsfähig und können auch Veranstaltungen mit 100 Leuten kurzfristig und spontan organisieren, wie wir hier heute sehen. Zum den Arbeitskreisen, die Frage wird sicherlich auch nochmal kommen. Wir haben... Lass mal erstmal diesen Vortrag schließen. Okay. Die Kreisen, das war hier vorhin. Die Kreisen, genau. Die Leute müssen entscheiden, was für Sie gut wesentlich ist und wie wir. Noch Fragen zum Thema Kreisen? Herr Wassler, habe ich Ihre Fragen ausführen? Vollständig, war aber glaube ich mehr als 7, aber ich habe jetzt nicht... Es waren 9. Ja, zwei davon sind sozusagen nicht essenbedingt. Hat sozusagen kreisinterne Ursache. Deswegen sage ich 7 sozusagen. 7 wegen der ersten 2 sonst. So ist es. Ja. Und das Problem ist, dass ich gerade. Ich habe das jetzt ausnahmsweise noch nicht länger laufen lassen, weil es noch keinen Sinn, diese zusammenhängende Darstellung zu unterbrechen und da formal durch eine neue Frage an ihn wieder den Rest aufzurufen. Insofern gibt es noch Fragen zu dem Thema aktionsfähige, nicht aktionsfähige Kreise. Ja, da gebe ich dir mal das Mikrofon. Das ist ein Thema. Der Kreisverband Bonn hatte ursprünglich 8 Vorstandsmitglieder, davon sind 2 weggezogen während der letzten 4 Monate. Dann hatten wir aufgrund der Ereignisse jetzt 3 Austritte, die 3 Frauen, die im Vorstand bisher waren, sind alle ausgetreten. Aber wir haben jetzt noch einen arbeitsfähigen Vorstand von 3 Personen und insofern sind wir arbeitsfähig und werden bald einen Kreisparteitag anrufen, um entsprechende Nachwahlen zu machen. Danke, ich kann dazu noch ergänzen, ganz in der Nähe haben wir ja noch den Kreisverband Rhein-Berg, da wird es also am Donnerstag Neuwahlen geben, weil da zum Ende dieses Monats der gesamte Vorstand zurücktreten wird. Oder weitgehend, ja viele geben, sagen wir mal, viele davon, 4 von 6 treten zurück. Da wird aber am Donnerstag schon neu gewählt oder nachgewählt, sodass die also auch durchgehend arbeits- und aktionsfähig sind. Herr Dr. Fischer, noch eine Frage zu der Funktion des Kreisverbandes vor. Ja.
Sachen nicht. Es gibt dort eine Erklärung, da distanzieren sich einige Ratsherren davon oder einige Leute, die wir entsandt haben dort. Insofern, als dass sie sich vorbehalten, nach den Sommerferien dann zu entscheiden, ob die AfD noch für sie die richtige Partei ist. Ich halte sowas für absolut nicht tragbar. Diese Leute sind entweder sofort danach zu befragen oder dieser Artikel ist zu löschen. Er gibt uns allen nur ein, gerade für Bonn, ich spreche nur für Bonn, er gibt uns ein absolutes negatives Image. Ich möchte mal gerne wissen, wie Sie das verstehen. Es ist ja so, dass die Parteien als Kreisverbände einerseits und die Ratsfraktionen andererseits getrennt laufen in dem Sinne, dass zwar die Kreisverbände bei den Kommunalwahlen entsprechende Vorschläge gemacht haben und entsprechende Meldungen an die Kommunen, wer denn auf der Liste in welcher Rangfolge die Positionen im Rat besetzt. Aber wenn das einmal geschehen ist, dann sind die Personen namentlich gewählt. Das ist in Bonn, das ist überall so, bei Kommunalwahlen. Und hier in Bonn haben wir die Situation, dass der Rat, das heißt, wir haben ja eine Fraktion mit drei Kollegen, dass die autonom sind in dem, was sie tun und was sie veröffentlichen. Und wir haben da einen moralischen Einfluss. Ich denke, dass wir den auch in Zukunft noch haben, aber mehr auch nicht. Im Moment können Sie mit niemandem reden, denn wir sind alle im Urlaub. Okay, vielen Dank dafür. Noch ein kleiner Hinweis, der Nächste, die Nächste, der sich zu Wort meldet, bitte den Namen vorstellen. Viele von uns kennen sich, aber nicht alle. Insofern ist es immer interessant, dass man weiß, woher wer kommt und wer für welchen Kreisverband spricht. Wo haben wir die nächste Wortmeldung, bitte? Da gibt es ja noch ein anderes Thema. Ja, mein Name ist Ludwig Eierhoff, ich komme vom Kreisverband Köln. In Köln, was Vorstand anbelangt und so weiter, auch der Kreisverband selbst arbeitet sehr gut, wir haben ein paar Mitglieder verloren. Nur das große Problem, was wir in Köln haben, ist folgendes. Und zwar hatten wir 7 Bezirksvertreter. Ein Bezirksvertreter ist vor einigen Monaten ausgetreten, hat sein Mandat behalten. 3 Bezirksvertreter sind direkt nach Essen ausgetreten. Sie sind sicherlich bekannt. Sie ein Mitglied des Vorstandes zählt ja auch dazu. Und genau diese Leute, die haben einfach kein Verständnis, die durch die AfD dieses Mandat bekommen haben. Nur durch die AfD, nicht von den Wählern, sondern das kam später. Das muss man auch so wieder mal sagen. Geben ihr Mandat nicht zurück, was sie natürlich rechtlich brauchen, das wissen wir. Und ich weiß auch, dass der bei Ihnen im Vorstand, dass der jetzt einer anderen Partei beitritt. Ich finde das unverschämt. Leute haben sicherlich hier und da sehr gut gearbeitet, auch diese betreffende Person. Aber ich finde es unverschämt, dass die ihr Mandat nicht zurückgeben. Wir haben in Köln nur noch einen Selbstbezirksvertreter in Kalk und wir haben nur noch 3 Mandate in der Bezirksvertretung. Ich bin froh darüber, dass unsere 3 Leute, die im Stadtrat sind, noch Stange halten. Und das sind auch gute Leute. Es ist einfach traurig, wie das passiert. Ich kann mich dem nur noch anschließen. Für mich ist also ein Mandat, was nicht als Direktmandat errungen worden ist, meiner Meinung nach an die Partei zurückzugeben und nicht einfach zu behalten. Aber das ist eine stilistische und eine moralische Frage, die jeder für sich beantworten muss. Haben wir leider keinen Einfluss drauf. Hier vorne war die nächste Stimme, bitte. Klaus Wagner, Rheinisch-Fränkischer Kreis. Das können wir auch thematisch wechseln oder wollen wir erst? Also ich möchte nochmal auf die Programmarbeit zurückkommen. Ich bin selbst in einem Fachausschuss hinten und habe gesehen, dass das also schon das letzte Dreivierteljahr doch stark unter der parteiinternen Streit gelitten hat. Deshalb meine Frage, wenn wir jetzt sagen wir mal zu dem Zeitverzug, den wir ohnehin schon sagen wir mal durch diese Behinderung des innerparteilichen Auseinandersetzung hatten, jetzt auch noch Personalstrukturen oder Personen wegfallen. Wie sehen Sie die Zeitschiene und wäre es dann nicht sinnvoll, müssen wir das strecken? Und wie sieht es überhaupt mit dem Personal aus? Das heißt, sind die Sprecher, die fachlichen Sprecher auch verloren gegangen, einige? Oder wie sieht die Personalstruktur im Moment dort aus und wie sehen Sie die Zeitschiene? Ist sie noch möglich? Ja, vielen Dank für diese Frage. Die Programmarbeit läuft bei
Es ist richtig, dass nach Kamen eigentlich nichts mehr passiert ist. Die Programmbeschlüsse, die Sie als Mitglieder eben entsprechend dort getroffen haben, landeten anschließend in der Schublade und kamen nicht wieder raus. Herr Thüringer hat mir gegenüber irgendwann mal erklärt, dass er mit mir nicht mehr spricht. Hat also die Kommunikation komplett eingestellt, keinerlei Informationen, Material dergleichen oder irgendetwas übergeben, sodass ich faktisch fast von Null angefangen habe. Was aktuell angestoßen ist schon, auch bei den Bezirken, ist nochmal eine Kontrolle der LFA-Mitglieder, die Bezirke ursprünglich mal gemeldet haben, wer davon noch da ist, wen die nachnominiert hatten. Denn auch diese ganzen Nachnominierungen, die im Frühjahr ja mal liefen, davon hat Herr Thüringer nicht einen einzigen an die LFAs weitergegeben. Und das habe ich jetzt gerade alles aufgearbeitet. Und die Informationen sind zum Teil eben auch schon, sofern sie denn da waren, an die LFAs gegangen. Ein paar Informationen fehlen noch, aber das wird jetzt sicherlich in den nächsten zwei Wochen ist das Thema abgeschlossen. Dann haben wir, was die LFA-Besetzung anbetrifft, erstmal auf jeden Fall wieder den aktuellen Stand. Der ein oder andere LFA hat ein paar mehr Mitglieder verloren, das ist richtig. Arbeitsfähig, arbeitswillig sind sie aber alle noch. Das wird jetzt auch nach den Ferien, wird das auch wieder ganz normal weitergehen. Und was unsere fachpolitischen Sprecher anbetrifft, uns fehlen zwei. Der Herr Johannes, der sich ja zur Alpha berufen führte, und der Herr Walker hat uns verlassen. Ansonsten sind alle anderen noch da und auch motiviert, weiter zu arbeiten. Nachdem wir gerade bei den LFA sind, kann ich Ihnen eins zurückstellen? Ich sehe, wir haben eine Sprecherin eines LFAs da. Vielleicht ist es ganz interessant, wenn die Frau Müller mal kurz sagt, wie es in ihrem LFA aussieht. Barbara Müller, mein Name aus Aachen. Ich bin Leiterin des LFA 9 für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz. Also wir sind jetzt nur noch 8 Leute leider, und aber immer noch alle hochmotiviert. Man hat beim letzten Treffen wirklich gemerkt, dass auch die Heide vorne aus dem LFA, dass wir auch alle weiterarbeiten. Also die Positionspapiere sind schon in Arbeit, auch für den nächsten Parteitag. Und da wollte ich gleich eh nochmal nachfragen. Bisher war die Zusammenarbeit mit Herrn Thüringer nicht sehr gut. Man musste oft Sachschaftsanfragen stellen und bekam keine Nachnominierungen genannt. Und auch jetzt haben sich schon viele bei mir jetzt angekündigt, dass sie gerne in den LFA rein möchten. Und ich würde einfach darum bitten, dass sie vielleicht, dass sie leichter mehr eingebunden werden. Einfach in die ganze Programmkommission, dass sie damit sprechen dürfen, dass sie die Informationen aus erster Hand bekommen und nicht per Hören sagen, das wäre ganz gut. Ansonsten, wie ich auch von anderen Leitern gehört habe, läuft es in vielen Landesausschüssen wohl ähnlich. Da sind jetzt auch die, die aber zurückgeblieben sind, wirklich motiviert und arbeitswillig aktiv auch dabei. Und ja, ich denke, dass wir auch, wenn wir jetzt die Nachnominierungen noch dann kommen werden, die neuen Mitglieder, dass wir dann wieder gut und produktiv weiterarbeiten können. Ja, ein paar Nachnominierungen hat der LFA 9 ja zum Glück schon bekommen. Und ein paar stehen noch aus, aber wie gesagt, die gehören jetzt eben zu dem Part von den Bezirken, die noch nicht gemeldet haben, wo es dementsprechend noch fehlt. Das Einbinden auch der LFA-Leiter und der fachpolitischen Sprecher, und das machen wir schon. Am 24.06. fand im Vorfeld von Essen und vor allen Dingen auch unabhängig von Essen in der Geschäftsstelle in Düsseldorf ein Treffen statt. Ursprünglich waren 60 Personen eingeladen. Die Veranstaltung sollte woanders stattfinden. Der Geschäftsführer wäre ein bisschen klein dafür. Und da ging es eben darum, einfach mal den aktuellen Programmstatus, die Aussichten, auch Zeitschienen und so weiter festzulegen, wie wir weiterarbeiten wollen. Und von 60 eingeladen sind am Ende dann eben nur 15 leider gekommen. Und dann haben wir diese Thematik dementsprechend besprochen, initiiert das Ganze durch die Programmkommission, durch den Herrn Schiele und den Jörg Schneider. Und die Zeitschienen jetzt auch dementsprechend zum Erstellen unseres Landtagswahlprogramms und so weiter, das ist alles schon ja, quasi geplant, gesetzt, sage ich mal sozusagen, es ist nicht in Stein gemeißelt, aber das Ganze ist quasi schon in die Spur geschoben. Und unsere Aufgabe muss jetzt einfach sein, erstmal wieder
die Leute, die wirklich mitarbeiten wollen, dementsprechend mit einzubinden, dass da keiner außen vor bleibt. Vielleicht müssen wir an der einen oder anderen Stelle mal über unsere Besetzungsprozedere nachdenken, wenn ein Bezirk vielleicht ein paar mehr wirklich qualifizierte Leute hat, als er eigentlich stellen darf. Ob wir dann nicht sagen, okay, wir ändern diese satzungsmäßige Verankerung und lassen dann vielleicht den einen oder anderen mehr mit rein. Und ja, und dann geht es halt eben darum, das Ganze mit Inhalten zu füllen. Und dafür war ich ja unter anderem eben auch mal im Ausland, in Baden-Württemberg, um mal zu spicken, was die so machen, um diese Sachen eben auch mal mitzunehmen, damit wir uns bundesweit eben wirklich vernetzen können und gute Sachen, die die anderen schon abgeschlossen haben, auch für uns eben auch mitzunutzen, das zu adaptieren. Ich möchte sowas dann eben auch ganz gerne an die entsprechenden LFAs weitergeben, was ich dort so aufschnappe, weil man muss das Rad ja nicht immer neu erfinden. Okay, Mario. Die nächste Stimme jetzt hier vorne und dann Herr Kretzel zur Themenarbeit der LFAs und dann hier vorne die nächste Stimme. Ja, Rolf Koch, Einsteigerischer Kreis. Die Diskussion bringt mich auf ein etwas weitergehendes Problem, nämlich dass uns offensichtlich durch die Austritte auch Know-how, sprich auch Papiere verloren gegangen sind, die uns jetzt gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Also eventuell. Und die Frage steht natürlich da im Raum, wie gehen wir da eigentlich mit um, wenn wir auch mal von der neuen Partei Dinge lesen, die eigentlich auf unseren Acker gewachsen sind, wenn ich es mal so sagen darf. Ich musste in der Presse schon mal lesen, dass offensichtlich das Parteiprogramm weitgehend auch abgeschrieben worden ist. Da soll es wohl schon von der von Bundesseite Prozesse angestrengt werden gegen die ARD-Partei. Was wissen Sie darüber, beziehungsweise sind auch schon Überlegungen darüber angestellt worden, wie wir damit umgehen, wenn wir feststellen, dass also auch inhaltliche Dinge wir offenbar in deren Papieren lesen müssen, die eigentlich von uns erarbeitet worden sind. Okay, vielen Dank, Herr Kretzel. Naja, also man hat das sozusagen in der AfD erarbeitet. Viele derjenigen, die jetzt gegangen sind, haben daran mitgearbeitet. Und das ist sicherlich nicht die feine englische Art. Das ist auch nicht schön, wenn sozusagen Programmteile einfach in Anführungsstrichen geklaut werden. Nur, die Meldung in der Bild-Zeitung, so ist das Ganze ja umgegangen, dass die AfD plane, eine Splitterpartei wegen Plagiaten beim Programm zu verklagen, ist eine glatte Ente. Also das werden wir mit Sicherheit nicht tun, insbesondere werden wir dieser neuen Partei diesen Gefallen nicht tun. Und darüber bitte ich auch nochmal alle nachzudenken. Ich lese derzeit unglaublich viel über diese Partei. Und das will ich eigentlich gar nicht, denn diese Partei hat nur eine einzige Chance. Jetzt die Aufmerksamkeit, die die Person Lucke nach wie vor hat, kurzfristig in Öffentlichkeit und in Wahrnehmung umzusetzen. Das ist die einzige Chance, die wir haben. In einem halben Jahr redet niemand mehr über Bernd Lucke, genauso wenig, wie man vor zweieinhalb Jahren gemacht hatte. Und wenn wir jetzt den Fehler begehen, uns mit dieser Partei so auseinanderzusetzen, wie mit der FDP, wie mit der CDU, schaden wir uns selbst und helfen vor allen Dingen denen. Es hat ja einen Grund, warum die CDU es sich immer verweigert hat, einer Debatte mit uns. Und das war aus deren Sicht klug, denn der Goliath darf sich mit David gar nicht auseinandersetzen, sondern muss David ignorieren. Das ist der einzig sinnvolle Umgang. Und diese Neugründung ist zurzeit der absolute David und der sollte es auch bleiben. Und deswegen fangen wir mit Sicherheit nicht an, Rechtsstreitigkeiten und Ähnliches in die Wege zu leiten. Vielleicht noch mal eine kurze Zeit. Ja, mein Name ist Heiner Gerbe. Ich bin Fraktionsvorsitzender der unserer Partei in Dortmund im Stadtrat. Zunächst mal, Herr Pretzel, das ist völlig richtig, diese Meldung.
befasst sein muss, wird, wie wir ja auch in Dortmund, dann hat vielleicht auch die Erfahrung gemacht, dass man mit mehr Leuten nicht unbedingt besser arbeitet als mit weniger Leuten. Man hat sich mit Peter Brunhoff damals den Kreis in Dortmund aufgebaut hat. Da haben wir mit 5 Leuten super gearbeitet. Der Nachfolger, die Nachfolger waren dann 8 Leute und haben es nicht gebacken gekriegt. Das waren 5 Monate verlorene Zeit, sind sie alle zurückgetreten. 5 Monate des, wie soll man das sagen, nihilistischen Interregnums oder wie auch immer. So, und hier sind sie weg, haben sich die Bocken vor der Füße gebrochen, haben auch die Schwierigkeiten, Daten und Papiere zu bekommen und weiterzumachen. Also, dazu kommt der Gut daran, die neuen Vorstände möglichst nur in der Satzung so zu besetzen, wie man sie eben besetzen muss, nach dem Minimum und nicht um versucht, möglichst viele Leute einzubringen. Man muss die Leute haben, die auch die Arbeit machen können, die dazu in der Lage sind, denen man auch Arbeitsgebiete zuordnen kann, denn man lernt ja auch. Und auch Arbeitsgebiete dann als Resultate abfordern können und so weiter, kann man das nicht, beschränkt man sich besser darauf, auf die Leute, von denen man weiß, dass sie es können. Und das ist, glaube ich, vielleicht ein Rat, den ich noch so interessant geben wollte. Okay. Als Nächster, dann hast du den NFA, dann die Stimme hier, dann... Kannst du jetzt rechnen, dass du die eine oder andere Frage vorweg... Wir hatten 11 LFAs und davon sind 3 Personen, die sie geleitet haben, ausgetreten, beziehungsweise nicht mehr an Bord. Das ist einmal der Professor Dr. Hans Kurwitz für den LFA 1 Bildung. Es ist der LFA 7 Euro und Banken, der Herr Paul Kellerbens, dürfte in Köln bekannt sein. Und das ist für den LFA 9 Gesundheit zusammen, waren das 2 Untergruppen, da ist Herr Dr. Leder ausgetreten. Es ist aber noch dabei, Herr Dr. Professor Tropperker, der diese Aufgaben übernehmen kann. Und ich kann Ihnen aus der Geschäftsstelle, wo die meisten Sitzungen immer stattfinden, mitteilen, dass die meisten Landesfachausschüsse schon terminiert haben. Das heißt, die haben zu den nächsten Sitzungen eingeladen oder es wird zumindest eruiert, wer wann wo kann. Also ich denke, das wird auch dann euch betreffen, das geht es weiter. Also das nur zum Stand der LFAs von 11, 3 weg, aber 2 eigentlich nur die Vorsitzenden. Mein Name ist Heide Kunzenmann, Kreisverband Bonn. Herr Mir, die Frage ist an Sie. Ich arbeite ja zusammen im LFA 9 mit Mara Müller und für den Bundesfachausschuss Landwirtschaft. Und was ich mir wünschen würde oder was ich anregen möchte, ist ein stärkerer Austausch mit den Bundesfachausschüssen und auch den Ländern im Allgemeinen. Letztendlich machen wir es so in Nordrhein-Westfalen, dass wir das Rad neu erfinden. Das machen genauso die Bayern, die Saarländer, die Hessen. Und was ich mir wünschen würde, wäre eine stärkere Vernetzung, dass wir Listen haben, wer ist mit drin in den Fachausschüssen, sodass wir uns austauschen können. Ich mache natürlich hier die Brücke, indem ich im Bundesfachausschuss bin und hier mit meinen Kollegen eben zusammenarbeite, aber da könnte noch mehr gehen. Vor allen Dingen im Bundesfachausschuss hat sich ja, haben sich die Reihen ziemlich gelehrt, was ich ganz ehrlich sagen muss, zum Teil nicht bedauere. Weil Sie müssen sich immer überlegen, in den Fachausschüssen sind nicht nur Leute, die die Partei voranbringen wollen, sondern Leute, die Lobbyarbeit machen. Das heißt, wo ein Vorsitzender sich hinstellt und sagt, ich kriege keine Schnappatmung bei Monsanto. Und man sollte auch über Titel nachdenken, weil manche möchten es. Und wenn dann schon solche Vorgaben vorgegeben werden, das macht mir keinen Spaß. Ich bin heute hier, weil die Lücke-Fraktion nicht mehr hier ist, weil mit Lücke wäre ich heute nicht hier. Sie sprechen mir aus der Seele. Ja, das ist, Problem ist absolut bekannt. Diese Bundesfachausschüsse sind teilweise wirklich sehr, sehr gezielt eben besetzt worden mit Personen, die von vornherein schon eine klare programmatische Ausrichtung oder auch klare programmatische Ziele hatten, wo es hinten raus keinen mehr gejuckt hat, was die Landesfachausschüsse aus den einzelnen Ländern überhaupt mitbringen. Da gab es also auch in mehreren Bundesfachausschüssen Vorfälle, wo die Papiere aus den LFAs vom Tisch gewischt wurden, der vom Bundesvorstand eingesetzte WFA-Leiter sein Pamphlet auf den Tisch gepackt hat und den anwesenden Damen und Herren mitgeteilt hat, das ist jetzt die aktuelle Diskussionsgrundlage. So soll es natürlich genau nicht sein. Und genau diese Vernetzung, die Sie jetzt angesprochen haben,
versuche das jetzt ja dementsprechend schon aufzubauen mit dem Besuch jetzt in Baden-Württemberg am 5.9. oder 4.9. 5.9. bin ich in Schleswig-Holstein, wenn die ihren Landesparteitag neu wählen, damit man eben einfach diese Kreise ziehen kann. Und auf dieser Sitzung, die am 24.06. stattfand, die ich vorhin schon angesprochen habe, hatte ich ja auch mal so ein bisschen Aufblick gegeben an die Kollegen, die teilgenommen haben, wo aus meiner Sicht die Reise hingehen muss. Und da kann es im Grunde genommen auch nur sein, dass wir dieses Konstrukt BFAs nochmal komplett neu überdenken müssen, wie es jetzt aufgebaut ist. Denn wir haben dort zurzeit faktisch eine kleine Abbildung der EU. Und NRW ist der mit Abstand größte Landesverband und der sollte auch entsprechend paritätisch vertreten sein in diesen BFAs. Das, was wir bisher hatten, dass wir genauso viel Stimmrecht in der BFA haben wie Bremen oder Hamburg oder irgend sowas, das geht nicht. Sondern wir müssen das schon entsprechend aufbauen nach demokratischen Grundprinzipien, die wir nach außen hin fordern, die müssen wir nach innen rein auch leben. Und das ist ein Punkt, für den ich mich auf jeden Fall sehr stark einsetzen werde, wenn denn dann die Bundesprogrammkommission demnächst mal wieder tagen möge. Da gibt es leider noch keine Informationen darüber, wann es da weitergeht, denn wie Sie es ja selber auch schon gesagt haben, da... Manuel, da wollen wir dir die Kraft auch lassen für, was mit der Sachkräftigkeit Vereins die nächste Äußerung zu machen. Ja, schönen guten Abend, mein Name ist Gabriele Heitz aus Aachen und ich wollte was zu dem Thema sagen, dass Leute die Inhalte von Positionspapieren oder verabschiedeten Programmbeschlüssen mitnehmen, einfach in eine neue Splitterpartei. Ich arbeite auch in einem Landesfachausschuss mit und muss sagen, es wird dann manchmal so gesagt, naja, solche nichtssagenden Allgemeinplätze, wir sind für den Frieden, da kann man ja wohl kein geistiges Eigentum dran fordern oder da wäre kein Copyright drauf. Diese Leute haben wahrscheinlich noch nie mitgearbeitet an Programmen. Das ist also eine unglaublich arbeitsreiche Sache und man muss da lange recherchieren, wir sind alle ehrenamtlich tätig und ich finde das schon unerhört, nach der ganzen Enttäuschung über Bernd Lucke, die mich extrem getroffen hat, wo ich ihn so verehrt habe, dass ich jetzt auch noch erleben muss, dass er wieder mal gegen seine eigenen Prinzipien verstößt. Er hat nämlich eine Geschäftsordnung für die Landesfachausschüsse mit maßgeblich gebastelt, wo es hieß, diese Sachen sind geistiges Eigentum der AfD und es herrscht Vertraulichkeit. Keiner darf die mit rausnehmen. Und was macht er jetzt? Es ist genau wie, wenn uns die Bremer Satzung aufzwingt, in der steht, keiner darf eine Vereinigung innerhalb der AfD gründen, die einen Richtungsentscheid bewirken will und dann gründet er den Weckruf. Und also dieser Mann ist die Enttäuschung fast meines Lebens. Aber dass es auch manchmal gut sein kann, wenn verschiedene Landesfachausschüsse an dem gleichen Thema arbeiten. Ich war jetzt richtig geflasht, als ich gehört habe, dass die in Baden-Württemberg so ein tolles verabschiedet haben zum Thema Gender. Da haben wir ja auch was verabschiedet. Es ist einfach irgendwie richtig gut und wissenschaftlich sauber, wenn verschiedene Leute auf verschiedenen Wegen zum gleichen Ergebnis kommen. Gender ist eben mitnichten, wie unser ehemaliger großer Vorsitzender gemeint hat. Da gibt es keine Gleichberechtigung. Nein, das ist nur die schöne Verpackung. Es geht um viel hässliche Dinge, die da drin sind. Danke. Okay, danke. Ja, Helmut Fandicek aus Köln. Natürlich hat das alles wehgetan und wir haben alle Wunden und wir müssen die lecken, aber ich bin überzeugt, dass die heilen, denn die AfD fühlt sich heute viel besser an, als es gestern getan hat. Aber ich möchte unser Augenmerk auf etwas anderes legen. Das Wichtigste für uns sind Wahlen. Und da die nächste Wahl in Baden-Württemberg sein wird, wird diese Wahl eine Signalwahl sein. Und ich glaube, wir haben dort keine schlechten Chancen, ein richtig starkes Signal zu senden, denn unsere politischen Gegner machen dort alle Fehler, die sie machen können. Und ich bitte, dass wir in Nordrhein-Westfalen einen Schwerpunkt bilden, wie wir unsere Kollegen in Baden-Württemberg bei ihrer Wahl unterstützen können, denn das ist für uns entscheidend.
drei Landtagswahlen stattfinden, in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz und in Sachsen-Anhalt. Vor allem die ersten beiden sind wahrscheinlich eine größere Herausforderung für die AfD und vor allem auch wichtiger, dass wir zeigen, dass wir im westdeutschen Flächenland auch realisieren können. Und ich gehe davon aus, dass wir bei der Jungen Alternative haben das schon ein paar Mal gemacht, dass wir ins Ausland gefahren sind und weiter geholfen haben. Aber ich gehe davon aus, weil jetzt am Wochenende in Rheinland-Pfalz auch ein Parteitag, dass die das organisieren werden, uns einladen werden, da zu helfen und dass der neue Landesvorstand dann das auch entsprechend fördern wird, dass NRW wahrscheinlich dann den südlichen Nachbarn Rheinland-Pfalz unterstützt. Okay, vielen Dank, Sven. So haben wir die nächste Frage. Vielleicht kann ich noch ein paar kleine Punkte ergänzen, weil Sven sich ja dankenswerterweise kurz erfasst hat. Also der Schwerpunkt wird, denke ich, aus Nordrhein-Westfalen schon tendenziell in Rheinland-Pfalz liegen. Die Bayern werden dafür mit Sicherheit sich um Baden-Württemberg kümmern. Aber wir haben, also ich habe gerade heute auch wieder mit Leuten gesprochen, Veranstaltungen zum Beispiel, wir verfügen ja zum Glück als Mandatsträger in Brüssel auch über so ein paar Töpfe, die man gewinnbringend für die Fraktion einsetzen kann, mit netten Nebeneffekten für die Partei und all solche Dinge, dass wir da so Veranstaltungen machen und. Also das läuft jetzt. Wir müssen halt so ein bisschen Geduld jetzt haben bis nach den Ferien, weil das letzte halbe Jahr, das muss man einfach mal klar konstatieren, ist fast ein Totalausfall gewesen auf Bundesebene, in allen Landesverbänden und ja, ich sag mal, in den meisten Kreisverbänden muss man auch ehrlicherweise sagen, sind viele Dinge, die wir uns eigentlich vorgenommen hatten. Wir wollten eine Mitgliederinitiative eigentlich starten, aber starten Sie mal eine Mitgliederinitiative, wenn gerade Krieg vor dem großen Bundesparteitag stattfindet, das bringt dann auch nichts. Da liegt eben leider vieles, bleibt dann liegen und das werden wir jetzt aber nach den Ferien auch wieder aufgreifen. Okay, die nächste Frage hier vorne noch mal bitte. Ja, nochmal Ralf Koch, der Feinsteigische Kreis. Herr Bretzel, können Sie ungefähr einen Überblick geben, wie die Finanzen eigentlich aussehen von Land und Bund? Und gibt es noch Chancen, ich sage mal, für die Kreise, dass da in diesem Jahr irgendwas ankommt? Einfach deshalb, weil ich im Moment oder unser Vorstand gänzlich zurücktritt und uns die Frage, was können wir uns sozusagen in diesem Jahr noch erlauben an Öffentlichkeitsarbeit? Was können wir von Flyer drucken und so weiter? Können wir da was vom Land auch noch erwarten oder wie sieht das aus? Also, ja, das mit den Finanzen, das dauert jetzt ein bisschen mehr als 2 Minuten. Wir haben ja in Nordrhein-Westfalen im Übrigen, glaube ich, bundesweit die für die Kreise vorteilhafteste Regelung innerhalb der AfD getroffen, dass nämlich immerhin 65% der Mittel in die Kreise durchgehen. Sodass die meisten Kreisverbände, nach allem, was ich bisher höre, finanziell relativ gut aufgestellt sind. Ja, sehen Sie, das ist eine komplizierte Frage, ob das alles verteilt ist, weil wir nur die Zahlen bekommen, die uns der Bund liefert. Und das ist ja sozusagen das erste Aufeinanderprallen von mir und unserem großen ehemaligen Vorsitzenden gewesen, als ich vor 2 Jahren angemahnt habe, dass wir satzungsgemäß die Mitgliedsbeiträge einziehen und verteilen, was ja in der AfD bis heute nicht stattgefunden hat. Sondern der Bund hat zugeteilt, das konnte niemand überprüfen und dann musste man damit halt leben. Eine Verteilung nach den eigentlich gezahlten Mitgliedsbeiträgen konnten wir als Land gar nicht vornehmen. Wir haben nur nach Köpfen agiert, was die Satzung nicht vorsieht. Wir hatten aber keine andere Wahl, weil wir die Zahlen, welches Mitglied in welchem Kreisverband welchen Mitgliedsbeitrag bezahlt hat, die hatten wir nicht. Die standen uns nicht zur Verfügung. Sodass wir also behelfsmäßig agiert haben. Aber alles, was wir bekommen haben, haben wir zu 65% an die Kreise und zu 10% an die Bezirke weiterverteilt. Es wird in diesem Jahr definitiv noch Geld geben. Man kann aber schon konstatieren, auf Bundesebene ist ziemlich verbrannte Erde hinterlassen worden. Also ich sage mal, wir haben ein Personalkostenproblem im Bund. Da ist ja dann der Bundesgeschäftsführer in der Nachtunternehmeraktion rausgeschmissen worden, hat dagegen geklagt, auch erfolgreich geklagt. Da versucht man jetzt gerade Schadensbegrenzung, damit diese Gehaltszahlung in Höhe eines fast 5-stelligen Betrages
jeden Monat nicht zu lange weiterläuft. Das kriegt man aber geregelt. Aber das sind natürlich alles so, dann haben wir einen Parteitag abgesagt, weil Mehrheiten nicht so gut aussahen, hat 40.000 Euro gekostet. Der Parteitag, an dem wir eine Satzung verabschiedet haben, die dann irgendwie doch keinen Bestand haben wird, hat über 300.000 Euro gekostet. Das sind natürlich alles so Geschichten, die tun schon ziemlich weh. Insofern hat der Bund tatsächlich ein Problem. Die Landesverbände werden für ihre Wahlkämpfe nicht über ausreichende Mittel verfügen, weil in Bremen und in Hamburg mit dem Geld geaxt worden ist. Ich nenne mal Zahlen. In Hamburg haben wir verbraten 500.000. In Bremen haben wir verbraten 160. Und jetzt nenne ich Ihnen mal eine Zahl, weil in Hamburg eine 500.000 verbraten worden ist. Für Nordrhein-Westfalen, das vom Bund her ehemals sehr geliebte Schiefkind, hat man dann 1 Million mal veranschlagt. Hamburg eine 500.000, ganz NRW 1. Ja? Also, und genau das Problem haben jetzt Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auch. Also da müssen wir mal sehen, wie wir da agieren. Möglicherweise werden wir uns unter den Ländern auch helfen müssen.